Moin! Moin! Guten Morgen, Marlies! Wie ist es? Wie ist es? 6 Tage noch! Ich bin total müde. Ich bin seit 3 Uhr wach, weil ich Wehen hatte, aber die haben jetzt aufgehört. Und jetzt bin ich tot. Alle 10 Minuten. Alle 10 Minuten. Und dann alle 15 Minuten. Und dann wurde es irgendwann immer weniger und dann war es weg. Da bin ich aufgestanden, weil ich aufstehen musste. Was hast du dazu? Anouk hat heute hitzefrei und findet es doof, dass ich sie nicht abbocke. Toll. Komm ja nicht aufhören. Aussieht. Ich bin verformt. Ja, verkrampft. Marlies, mach keine Dinger. Ich muss sie jetzt an Anouk in die Schule bringen. Ich muss auch. Ich muss die Quälgeister da noch anziehen. Angst. Ja, das ist dann nicht quälen. Ja, guck mal, ob wir heute noch ein Frühstück hinkriegen und dann. Guck mal einfach, was passiert, ey. Ich denke nicht, dass es sehr lange dauern wird. Oh Mann, ey. Ich denke nicht so lange. Guck mal, Mami, nochmal. Ach so, hier an. Dann sind es ein paar Tage weg. Deine Sachen müssen noch in die. Drück mal, Mami. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Es wird spannend. Spannend. So, also 6 Tage sind es noch. Aber jetzt sieht es so aus, als kommt das Kind recht bald. Gut, Mama geht's nicht so gut, also. Bist du lieb zu ihr? Okay. Ich hatte nämlich schon ganz schöne Schmerzen jetzt. Wir sehen uns gleich. Also komm. Ja, ich komme auf dem Rückweg jetzt dann wieder so die Strecke runtergefahren. Ich ja? Ich gehe noch vorne zu dieser Croissanterie. Oh Mann, was für ein Tag, ey. Schöner Tag. Jo Mann, was sagst du? Was sagst du dazu? Oder wenn sie so eine Wehen hat, heute? Ich glaube heute Nacht. Na, heute Nacht wäre ja auch schon wieder gut. Also so geschäftlich gesehen ist Sommer. Aber endlich haben wir mal Sommerkids. Ja. Sommer natürlich die Katastrophe, aber so ist es halt. Sommer ist eine Katastrophe? Geschäftlich gesehen. So. Na, weil ich eigentlich arbeiten muss die ganze Zeit. Aber eben für Kind ideal. Seht ihr vorne was? Seht ihr was wackeln? Großen dicken Bauch. Riesen dicken Bauch. Und Croissant-Tüten. Deine Silhouette ist unverkennbar. Und der watschelnde Gang. Ja? Ja. Warte. Warte. Zu nehmen? Nee, das ist mein Kleid. Ach so. Ich muss das mal reinziehen. Tada! Ta-da-da-da, ta-da-da. Mal gucken, was das Neue gibt bei Familie Müller und der Fahrradsalon. Das ist ja so eine, das ist ja so eine, das kann man sich mal vorstellen. Bei YouTube gibt es jetzt so ein Programm, das ist richtig, das ist real life. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist nicht gefiltert oder so. Das ist einfach so der Ablauf, wie der täglich so ist von so einer Familie. Die haben, glaube ich, 4 Kinder im Moment. Oh, das 5. ist unterwegs. Das muss man sich das mal vorstellen. Der Papa, der filmt das alles und der stellt das alles ins Netz mit seinem Arbeitsleben zusammen. Dann gibt es da noch so einen Fahrradladen und da gibt es Höhen und Tiefen. Gibt es da. Und ja, also schaut euch das mal an. Familie Müller und der Fahrradsalon heißt das.
Müsst ihr euch mal angucken. Ist echt toll, weil das ist nicht so hier Halligalli, Jux und Dallerei, Lamborghini und Co. Das ist einfach geerdet. Ne? Kennst du die auch? Und was sagst du dazu? Was sagt dein Handy dazu? Mein Handy sagt, dass Alex Grabstein da ist. Ach, scheiße. So zu den Tiefen, ja. Alex, dein Grabstein ist da. Und meine Engel sind drumherum. Tja. Also schaut euch das mal an, mit Höhen und Tiefen. Hauptsache nicht so viele Tiefen in diesem Jahr. Hat man genug schon. Meine Frau ist unfassbar unglücklich. Sieht sie aus. Ja. Findet das jemand? Weiß ich nicht. Könnte besser sein hier alles, wa? Könnte besser sein. Es geht mir gut. Ich meine, es könnte weiß Gott schlimmer sein. So. Endemann. Ja. Okay, der Arbeitstag beginnt für mich. Für Marlies beginnt der Austreibeprozess offensichtlich heute. Ich gehe jetzt erstmal ins Bett. Marlies sieht jetzt erstmal vielleicht noch mal eine Wanne. Wirklich eine Wanne. Dann werden die stärker. Das ist der Test, der Wannentest. Wenn die Wehen schwächer werden, weil du dich entspannst, waren es nur Vorwehen, wenn sie stärker werden, dann geht es weiter. Sie will noch schlafen vor der Geburt. Einmal kurz durchatmen. Na ja gut, das ist ja dein Hobby. Nee, das ist Schmerz. Was sollen wir auch machen? Ja, ich muss jetzt arbeiten. Ich pack dir mal das Halbgeladene hier auf die Station. Und das volle nehme ich runter, ja. Man weiß ja nie. Ja, aber das war zwischendurch schon leer. Oh, das ist aber hübsch geworden. Wird immer besser. Ja, mit Tapete, ne? Das mit Lampe, ich, toll. Habe ich auch geschrieben, dass unser Himmel hat das mit Teppiche gemacht. Ja, siehst du? Also, hier ist ein wunderschöner Klassiker. Nochmal von hier. Den muss ich jetzt machen. Der war jetzt einmal im Filmverleih gewesen. Und seitdem. Also, einmal habe ich ihn gefahren. Aufgebaut, einmal gefahren, danach im Filmverleih. Und jetzt ist er hier, wird überarbeitet und dann werde ich ihn öfter fahren. Zu klassisch, es ist Red Look, wenn man so will, ja, dieser rostige Look, ja. Aber er ist schön. Schaut mal, das ist ein Mietzner. Mietzner. Das sind die mit der gebuckelten Katze. Der ist ganz toll gemacht hier. Ist so ein bisschen geknifft, so ein Sportrahmen. Ganz schicke Ding. Gut angegangen schon, also er ist schon gut gebraucht. Einmal war er jetzt, wie gesagt, Filmverleih gewesen, tatsächlich. Ja, und jetzt ist halt Originalbereifung nicht mehr gefragt. Die ist so gerissen hier vorne, die kommt jetzt runter und wird durch die ersetzt. Durch den recht klassisch gehaltenen Lugano. Schriftzug, naja, dieses R hier in der Mitte hätten sie weglassen können. Das sieht nicht so toll aus, aber dieses Lugano und Schwalbe, das sieht ganz nett aus. Und Gelbwand ist es auch immer noch. Leider nicht so orange, also braun wie hier. Aber das ist nicht so wichtig. Originalität ist jetzt hier nicht mehr gefragt. Jetzt muss es auch mal wieder fahren. Das. Was gibt's noch jetzt? Vorfahrtür, ich und Renata Geise sagt mir zu aggressiven Straßenverkehr. Hä? Innensenator Geisel beklagt den zunehmenden Aggressivität auf Berlins Straßen. Ah, so.
Okay. Also Straßenkampf, Radfahrer gegen Autofahrer. Der Wolfgang hat Probleme im Jack hier. Hat er Probleme? Nee, er hat keine. Bekommst du das Geld wieder für die geklauten Räder? Machst du dich nicht strafbar, wenn du die Räder wissentlich ankaufst? Nein, ich mache mich nicht strafbar. Ich würde mich strafbar machen, wenn ich es mit dem Zweck tatsächlich ankaufe, die zu verhökern. Also es quasi verheimlichen würde. Dann würde man sich strafbar machen und auch wahrscheinlich nur dann, wenn es verkauft ist. Also wenn man den Akt der Hehlerei sozusagen. Und da steht, die genaue Rechtslage dort auf diesem Gebiet kann mir bestimmt der Kollege erklären. Nochmal, der heute vorbeikommt und die beiden Räder, ne, beiden Räder, das eine Rad hat er ja schon, das eine Rad noch abholt. Diese Fahrradmanufaktur. Fakt ist, in meinem Fall ist es tatsächlich so, ich kaufe die Dinger, also ich schicke die alle weg, außer ich kann das Rad einwandfrei zuordnen. Also, was heißt einwandfrei zuordnen in dem Sinne, ich sehe, das ist ein neues Rad. Ich sehe, das Rad ist so viel wert, dass das jemand anzeigen würde. Und dann kann ich auch Pech haben. Da könnte ich jetzt echt Pech haben und sagen, dass ich eben Geld aushebe, 60 Euro oder was, wie jetzt letztens bei dem Pegasus. Das ist immer noch nicht geklaut gemeldet. Wir wissen zwar sozusagen, man weiß, wer es mal gekauft hat, aber man weiß ja auch nicht, hat der schon mal weiterverkauft oder nicht. Aber der hat es nicht angezeigt, tatsächlich. Und deswegen sind wir da an der Schwebe. Das ist tatsächlich ein Rad bisher, was jetzt nicht zurückführbar ist gerade. Also ich muss sagen, bisher eigentlich Trefferquote 100%. Man hat ja ein Gefühl zu den Leuten, zu den, die dir das ankaufen. Wenn du da siehst, das ist ein Dieb oder so. Und ihr könnt ja noch mehr mit geklaute, definitiv geklaute Räder ankaufen, aber das sind eben Schotträder auch viel. Das ist auch viel so was eben kein Mensch anzeigt. Ne? Und das nützt mir nicht. Wenn es keiner anzeigt, nicht angezeigt wird, kriegt mein Geld nicht wieder sozusagen. Und das findet ja auch den Weg zum Besitzer nicht zurück. Darum geht es ja tatsächlich. So blöd wie klingt, darum geht's. Jo, Videobeitrag zum Thema knackende Tretkurbel. Also, hier haben wir eine knackende Tretkurbel. Ja, wenn man die belastet, dann knackt sie. Das kann man manchmal beheben, indem man einfach die Tretkurbel abzieht. Was ich jetzt tue. Zieh die einfach ab. Mach das hier sauber, die Tretleiche Achse selbst mache ich sauber. Jetzt schaue ich mir den Vierkant an, der sieht auch noch ganz gut aus. Also wenn der Vierkant dann irgendwie natürlich nicht mehr so schick ist, ja, dann muss man da ein bisschen gucken, da muss man den tauschen. Da macht man noch ein bisschen Fett auf die Achse. Das ist das A und O. Und dann zieht du die ganze wieder fest. Und dann hoffen wir. Dass das erledigt ist jetzt.
Schauen wir mal. Belastungskaube. Knackt nicht mehr. Wunderbar. Tretkurbel abziehen, Tretkurbel ran. Mit Fett dahinter. Fertig. Lag jetzt wirklich am ja, Montagsmodell, war. Jetzt läuft's. Sie hat total geschliffen. Da fehlt schon mal ein Griff. Haben sie jetzt schon mal schlecht? Bei meinem Gewicht. Jetzt bist du drin, wa? Gleiche Bedingungen, beide Reifen sind nass. Wir machen den Test. Nee, vorher hat es nach links gezogen. Rechts bremst ganz gut. Was das natürlich Luft drauf muss, erstmal. Überall. Rücktritt fehlt, Rückfreilauf fehlt. Ein bisschen unpraktisch. Gleichmäßig. Hat ziemlich kurz hier draußen. Mit all deiner Kraft. Er kann sagen. Oh, kommt gleich. Er kommt gleich. Ja, gut, dann helfe ich dir. Stimmt auch nicht, Sabine. Ja, stimmt nicht das Richtige. Ah. Gut, bin leider. Also. Du bist ja Frauen und so. Ja, vielleicht liegt es auch auf dem Tisch oder so. Ja, ich aha. So. Schauen wir mal, wo könnte das denn sein? Schrank, ja. Schrank 1. Und 2. Ist doch ganz eindeutig, man sieht es sogar. Nummer 1. Und hier ist Nummer. Das war das Modell. Das war das abgebildete. Genau. Eine. Aber das war das andere, ne? Ja. Weil von dem habe ich aber nur einen. Ja. Mit losem Deckblatt. Ja, das habe ich gesehen im Foto. Ja, das habe ich extra beschrieben. So. Ja, ist alles drin hier. Also hier ist auch drin. Ich dachte, das hatten wir schon mal besprochen, aber. Ja, ich habe. Hier ist Zitar und so. Ja, vergessen. Also besser, es ist da. Ich bin zu. Du hast verdrängt. Ja, aber ist ja kein Platz mehr da drüben. Haben wir einen Karton? Ich habe alle Kartons entsorgt. Echt? Ja. Aber ich hab aber so Flachdinger habe ich noch. Ja. Da unten. Alle da ist das schön. Wollen wir hier drin? Greift. Du willst ihn nur mit Massen kommentieren. So, naja, da muss erst der Meister ran, dann klappt das natürlich. Ja, schlupst die Bupsi in einem Schrank, wie gesagt. In der Küche. Hat er gesagt, oder? Ah, Marco, siehst du? Marco, bist du ja nicht umsonst hier? Sind wir ja seelenverwandt? Familie ist halt Familie, da kommst du nicht ran, du. Kartonage. Kartonage für den Arsch. Was ist denn jetzt los?
Ist hier noch genug Wasser? Ja, aber sieht sehr wässrig aus. Ja, ist ein Strapsen. Hat ja gestern geregnet, oder? Aber mit kurz. Aber alles klitschnass. Aber es kam richtig runter. Ja, bei uns kam auch. Ja, ob kurz oder nicht, das war richtig. Pff. War immer Schüttung. Kartonage. Da hinten, kommst du ran? Wohin? Da. Nein. Nein? Nein. Hm. Ja, aber Icke. Oh, ich. Mann. Das Kunstwerk. Kann man drüssen. Tada. Okay. Okay. Ja, aber die Frage ist, ob der Reifen nicht kaputt oder kaputt ist. Guck ich auch. Feierabend. Schon alles irgendwie ganz cool hier. Freundschaftlich. Halt. Ja, herrlich, ey. Ratet mal, was ich. Ja, das weiß ich, aber Wolfgang hat ein Problem. Aber ratet mal, warum ich Fenster aufhabe. Der gast halt ab gerne. Das weiß ich ja. Kann man mal. Das ist ja. Wolfgang, Alter. Oh Mann, ey, oh Mann, da müssen wir alle durch. Na, ihr nicht, ihr hört es nur, ich rieche weg. Ich filter das auch noch. Kein Wunder, dass ich immer so bedaddelt nach Hause komme. Völlig verklingelt. Hä? Was ist denn hier los? Was für eine Type, ey. Ist halt ein original Blair. Blair, Blair. Wolfgangs Blair-Woche. Oh Gott, nee. Oh Mann, Herrgott. Ich muss jetzt ja noch schneiden, oder? Oh Mann. Da ist die Kamera auf ihn gerichtet. Aufnahme und Action! Ja. Wahnsinn. So gut. Ja, warte mal. Oh. Ich muss noch so viel einräumen drücken, um Backing Bock. Also Wolfgang, danke für deine, für dein Bestes. Auf alle Fälle sage ich mal zu dir Kamera hier. Wir sehen uns morgen wieder. Egal ob Geburt oder nicht. Wir hoffen, dass es kurz und schmerzlos ist, wird es nie sein, aber wir hoffen, dass es wenigstens kurz ist. Und dass alles gut geht. Also, bis morgen.